Hallo, wir sind Lilly, Natal, Marie-Louise und Lorin. Wir werden eine Woche probieren, ohne Palmöl zu leben. Jetzt geht's los mit dem Video. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir führen heute ein Interview mit einer Palmöl-Expertin. Mein Name ist Jutta Wieding und ich bin beim BUND aktiv. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit globalen Umweltproblemen und Palmöl ist eines davon, das immer eklatanter wird. Ja, wo liegen denn eigentlich die größten Umweltprobleme bei Palmöl? Wir versuchen immer stärker auf fossile Brennstoffe, das heißt Erdöl und Erdgas, zu verzichten. Und stattdessen setzen wir immer mehr auf Biotreibstoffe. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil an Biotreibstoffen ist tatsächlich das Palmöl. Andererseits ist es so, dass für weitere neue Palmölplantagen häufig Regenwald abgeholzt wird. Durch die Abholzung von Regenwäldern entstehen große Mengen an CO2 und Methan, die sonst nicht freigesetzt werden. Und die sind natürlich sehr stark schädlich für das Klima. Ein anderes Problem, das damit zusammenhängt, ist, dass Palmölplantagen in der Regel Monokulturen sind. Also das heißt, dass dort keine anderen Pflanzen angebaut werden. Das belastet die Böden sehr stark. Kann man Palmöl komplett vermeiden? Dazu muss man sagen, dass Palmöl eigentlich ein geiles Zeug ist. Das heißt, die Frage ist nicht nur, ob wir es vermeiden können, sondern auch, ob wir es vermeiden wollen. Ölpalmen sind sehr, sehr effizient. Das heißt, sie haben verhältnismäßig viel Ertrag. Und die Frage ist eben, durch was wir das ersetzen wollen. Wenn wir zum Beispiel auf Kokosöle oder Sojaöle gehen würden, dann sinkt der Ertrag und das heißt, der Flächenverbrauch würde wiederum steigen. Das andere ist, dass es einfach sehr, sehr viele gute Eigenschaften hat. Das heißt, dass es fest ist, wenn es an der Luft ist und dass es sehr, sehr haltbar ist. Und all das sind Eigenschaften, die man sonst nicht in der Qualität findet. Das heißt also, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, Alternativen zu finden, sondern insgesamt unseren Konsum zu überdenken. Wie sehr achten Sie denn darauf, ob in Produkten Palmöl drin ist? Ich versuche, möglichst biologische, regionale und saisonale Produkte zu kaufen, die nach Möglichkeit wenig verarbeitet sind. Und an den Stellen, wo ich nicht darauf verzichten kann, versuche ich darauf zu achten, dass es zertifiziert ist wenigstens. Also das heißt, aus nachhaltigem Anbau stammt. Grundsätzlich kann man sagen, dass in Deutschland ungefähr 42% des Palmöls in Biodiesel reingeht. Also gar nichts mit den Produkten aus dem Supermarkt zu tun hat, sondern im Tank von unseren Autos liegt. 33% des Palmöls geht in Nahrungsmittel und da insbesondere in alle Sachen, die lecker sind und nicht so besonders wichtig in unserem Leben. Das heißt Süßigkeiten, Fertignahrungsmittel, Chips, Knabberkram in genau diesen Bereichen. Und nur in Anführungsstrichen 17% des Palmöls geht in Kosmetika. Allerdings habe ich dort festgestellt, dass das besonders schwer wegzulassen ist. Also das heißt, das Palmöl, das in Kosmetika verwendet wird, lässt sich am schwierigsten vermeiden. Und ein weiterer Punkt, den man natürlich auch indirekt mit zu Nahrungsmitteln zählen muss, ist, dass 8% des Palmöls in Futtermitteln enthalten ist. Also das heißt, durch das Fleisch, das wir essen, wieder auf unseren Tellern landet. Ich werde mal gucken, in welchen Kosmetikprodukten, die ich zu Hause bzw. im Bad habe, Palmöl enthalten ist. Und das teste ich alles mit der App CoCheck. Und ich fange jetzt mal an mit einer Pflegecreme. Und da müsst ihr jetzt einfach mit der Kamera den Barcode scannen. Und dann wird euch gleich angezeigt, ob da Palmöl enthalten ist. Hier steht jetzt, dass da Palmöl drin ist und das kann ich ja jetzt mal mit einem weiteren Produkt probieren, zum Beispiel mit der Handcreme, auch von Balea, und da wird mir auch angezeigt, dass da Palmöl enthalten ist. Damit kann man auch feststellen, dass in vielen Produkten, Kosmetikprodukten Palmöl enthalten ist. Und
Und jetzt mache ich mal mit der Zahnpasta weiter. Jeder hat zu Hause Zahnpasta. Und da steht jetzt, dass es Palmöl enthalten kann. Das kann daran liegen, dass der Hersteller nicht sagen möchte, ob da Palmöl enthalten ist oder es einfach nicht gesagt hat. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Fotos von Kosmetikprodukten, wo Palmöl enthalten ist und die zugehörige Alternative. Wir haben jetzt früh am Morgen und zum Frühstück esse ich meistens ein Brot mit Nutella. Aber da in Nutella sehr viel Palmöl enthalten ist, habe ich mir jetzt was Neues überlegt. Und zwar möchte ich jetzt mal Nudossi probieren. Bei Nudossi müsst ihr vorsichtig sein, da gibt es welche mit Palmöl, aber auch ohne. Da müsst ihr hinten drauf gucken oder ihr findet es einfach mit der App CodeCheck raus. Genau, und ich werde die jetzt beide probieren und vielleicht ist die palmölfreie Variante nicht nur besser für die Umwelt, sondern schmeckt sogar auch besser. So, das waren jetzt die beiden Varianten. Ich finde sie wirklich toll. Also sie schmecken etwas ähnlich, aber beide extrem lecker. Und deswegen glaube ich nicht, dass es so schwer für mich sein wird, von Nutella jetzt auf Nudossi umzusteigen. Und keine Ahnung, vielleicht probiert ihr es ja auch mal aus. So, ich werde jetzt Mittagessen kochen. Und zwar gibt es Nudeln. Und ihr wisst ja, es gibt so Tütensoßen, ne? Und dort ist aber leider Palmöl drin. Und als Alternative gibt es so Soßen im Glas. Und die schmecken meiner Meinung nach sogar noch besser. Und die sind dann ohne Palmöl. Und oder ihr macht es halt so wie ich, ihr kocht sie komplett selber. Und dazu findet ihr aber viele Rezepte im Internet oder in Kochbüchern. Und genau, ich fange jetzt an und zeige euch es dann nochmal, wenn es fertig ist. So, es ist jetzt fertig und es schmeckt bestimmt genauso gut wie mit Palmöl. Und das probiere ich jetzt auch gleich mal. Ja, schmeckt sehr gut. Wir wollen euch jetzt ein kleines DIY für ein Rosmarin-Peeling zeigen, was ohne Palmöl natürlich ist. Dazu braucht ihr 3 Esslöffel Olivenöl, 5 Esslöffel Zucker und eine Prise bzw. ein bisschen Rosmarin. Und noch eine Schüssel, wo ihr das alles vermengt und einen Löffel, womit ihr umrührt. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig und könnt das dann nehmen und euch auf die Haut reiben. Ja, so sieht das dann aus. Das war's mit dem kleinen DIY. So, wir sind jetzt am Ende der Woche angelangt und nun kommt noch ein kleines Fazit. Wir haben in der Woche gelernt, dass Palmöl leider sehr schwer zu vermeiden und zu ersetzen ist. Das gilt vor allem für Kosmetikprodukte. Außerdem ist es schade, dass sich erst so wenige gegen Palmöl einsetzen, da es die Umwelt zerstört und dafür viele Regenwälder abgeholzt werden. Wir werden ab jetzt versuchen, vor allen Dingen bei Essen und Trinken, darauf zu achten, dass in unseren Produkten, also die wir kaufen, kein Palmöl mehr drin ist. Außerdem werden wir weiterhin die App CodeCheck benutzen, weil bei vielen Produkten nicht hinten drauf angegeben wird, ob da Palmöl enthalten ist. Und das kann man sehr gut mit der App herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Thank you.